den Kumulanern ganz dicht auf der Spur. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben das Kumula-Dokument, was wir von Impas bekommen haben, jetzt so gut wie vollständig. Und das ist sehr gut. Was heißt so gut wie vollständig? Wir haben es vollständig und müssen jetzt noch Jago zeigen, um irgendwie weiterzukommen. Und ja, das wird sehr, sehr spannend. Der letzte reguläre Dungeon eigentlich, wobei es ist halt der vorletzte reguläre Dungeon. Wenn man unter regulär versteht, dass man halt noch eine Spiegelscherbe finden muss und dass man vor allem da noch ein Herzteil und einen Herzcontainer bekommt. Das ist aber halt im nächsten Dungeon auch noch der Fall. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen tricky hier arbeiten. Denn wir dürfen... Hopp! Genau das eben nicht. Wir dürfen nicht runterfallen an der Stelle. Wir müssen es aber trotzdem schaffen, dieses Ding weiter zu bewegen. So. Und zwar nach da. Ah, schon fast am Ziel. Noch einmal benutzen und dann... Na, das war nicht so optimal. Wir müssen nur mal kurz nach rechts so ein bisschen ajustieren, so. Zack. Einmal rüberjumpen. Und nochmal rüberjumpen. So, und jetzt nehmen wir am besten erstmal von hier aus. So, ja, bleiben wir ruhig ganz am Ende stehen. Und lösen dieses Rätsel. Die Statuen bewegen sich immer ein bisschen langsamer. So, einmal weg. Nein, Link, oh mein Gott. Wenn man jetzt hier so runterfällt, ist das echt ärgerlich. Wollte ich nur mal ausdrücklich gesagt haben. Ja, das sieht gut aus. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber wir sind bei der Truhe. Und hat sich das gelohnt? Nein. Naja. Jede Truhe muss gefunden werden, weil auch ein Stempel drin sein kann. Und ja, das wäre es eigentlich erstmal für uns hier. Und ja... Langsam aber sicher weiß ich auch nicht mehr, was ich an Zeitquests noch machen soll. Hier haben wir alle Geisterseelen. Hier fehlen noch 4, 3 davon in der Drillhöhle. Hier fehlen noch 2. Wüsste ich ehrlich gesagt nicht genau, wo die sind. Das könnten wir uns nochmal angucken. Hier bei Eldin fehlen uns noch 1. Auch da weiß ich nicht genau, wo die ist. Und in Fyrone fehlt uns keine mehr. So, das ist der Stand. Also 1, 2... Und nochmal 1, sind 3, 4. 4 Geisterseelen. Und wenn wir die haben, fehlen uns noch 5. 3 davon in der Drillhöhle und 2 im nächsten Dungeon. Rechnung geht auf. So. Wo allerdings jetzt diese 4 hier auf der Overworld sind, weiß ich überhaupt nicht. Und das möchte ich auch eigentlich gar nicht so dringend wissen. Muss ich ja schon ehrlich sagen. Hier mal gucken, ob ich den Felsen da zerstören kann mit meinem Dingsbums. Wenn wir heute nicht wissen sollten, was wir machen sollen, würde ich wieder das beliebte Spiel bei Sina vorschlagen. Nee, da ist selbst unser Morgenstern viel zu klein für. Aber erst einmal gehen wir natürlich nach Kakariko zurück und zeigen Jago unsere erweiterten Aufzeichnungen. Und dann schauen wir mal, ob wir denn tatsächlich einen Weg nach Kumula jetzt finden. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch gleich wieder ein paar Rubine. Wir haben ja zum Glück genug. Wir haben jetzt auch die größere... Also die eigentlich maximale Tasche von 2000, aber wir haben ja noch die Wolfling-Amiibo, mit der wir dann die Schattenhöhle freischalten, die dann insgesamt eine Fähigkeit von 9.999 aufweist mit der bodenlosen Frechheit, mit der bodenlosen Geldbörse, mit der wir dann halt erwähnte Anzahl tragen können. Naja, naja, naja. Wir werden sicherlich noch einige Geldruhen finden auf der Suche, auch nach den Stempeln vor allem. Aber ist ja nicht schlimm. So, rein da. Und jetzt kam auch so eine Stelle, wo man teilweise das Spiel, glaube ich, so ein bisschen zerstören konnte. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie das ging. Aber hier konnte ein Bug auftreten, der das Spiel unspielbar gemacht hat, soweit ich das weiß. Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Nanu, da steht jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Ja. Also gut, Link, ich werde nochmal den Zauberspruch vortragen. Oh. Krass. Ha! Sie hat die gleiche Form angenommen wie alle anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, das geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Link, ich muss erstmal wieder einen klaren Kopf bekommen.
Okay, der ist ein bisschen verwirrt, aber wir wissen natürlich genau, was das bedeutet. Unser Kopierstab kann jetzt dieses Ding wegbewegen, was vorher halt nicht ging, weil es kein Loch in der Mitte hatte. So. Ich weiß nicht, ob Jago das mitbekommen hat. Ich glaube nicht. Jago? So geht das nicht. Ich verstehe kein Wort. Dann halt nicht. Ich glaube, er folgt uns gleich sowieso, wenn wir hier sind. Bei der Treppe kann man auch noch ein bisschen Action und Spaß haben. So, wenn man hier drin, glaube ich, speichert, dann funktioniert irgendwie das Spiel nicht mehr. Irgendwie so war das. Ganz, ganz komisch. Link! Ja? Wie hast du diese steinerne Statue? Und das hier? Unglaublich! Einfach unglaublich! Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters! Ich wusste doch, dass hier irgendetwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht angelogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Naja, ich würde sagen, die sieht ein bisschen zerstört aus. Mitner? Eine Kanone? Was machst du jetzt, Link? Speichern und das Spiel beenden und gucken, ob der Bug noch existiert. Nee. Ich glaube, das Problem ist nämlich, dass Jago noch hier ist und man irgendwie nicht mehr... Ich glaube, Jago an sich war das Problem. Wir können aber mal einen Bug ausholen. Also das... Hey Link, wo willst du denn hin? Ich will eigentlich nur mal kurz... Okay, das geht nicht. Man kann mit der Treppe ein bisschen Spaß haben, habe ich gesehen. Indem man da so ein bisschen blöd gegenrollt, aber es ist, glaube ich, sowieso ein bisschen schwierig zu schaffen. Ich glaube, es liegt irgendwie daran, dass Jago dann weg ist oder noch da ist oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was genau dann das Problem war. Aber hier gab es ein Problem, das weiß ich noch ganz genau. So, wir warpen die Kanone. Aber dieser Typ schaut uns schon die ganze Zeit an. Jago, kannst du uns vielleicht so ein bisschen private lassen? Oh! Ja? Möglicherweise störe ich? Ach, wie unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser von dir verschwinden. Also dann, Link. Du musst unbedingt mir erzählen, wie das ausgegangen ist, ne? Ja, genau. Und ich glaube... Ach ja! Lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Da drüben sieht man übrigens die Tante. Und ich glaube, der Typ haut halt nicht mehr ab. Der haut einfach nicht mehr ab, wenn man das jetzt... Weil Midna wahrscheinlich nicht mehr darauf ansprechen wird, von wegen, ja, der stört und so. Oh, das war ein bisschen gemein von uns, oder? Hallo! Du hast mich da damals richtig... verarscht. Und du sagst, dass das fies war. Naja, okay. Ja, hier sind so ein bisschen... Die sehen aus wie die Tante, ne? Also, wenn man hier ein bisschen blöd gegenrollt, kann man hier, glaube ich, echt einen lustigen Bug auslösen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Oder muss man da nicht irgendwie sogar gegenspringen, so oder so? Es war auf jeden Fall lustig. Naja, mit der Treppe kann man Spaß haben. Das kann man sich mal merken. Gibt dazu Videos. Naja, gut. Ja. Wo porten wir das Ding wohl hin? Wir haben schon seit Ewigkeiten beim Tobi die Möglichkeit, Kanonenreparatur oder Reparaturservice zu wählen. Deswegen natürlich zum Hyliasee. Denn wer, wenn nicht Tobi, kennt sich mit diesen Dingern aus? Der alte Ossi, der Tobi. Natürlich kennt er sich damit aus. Ich glaube, das Ding kostet jetzt nochmal 200 Rubine, das zu, reparieren. Aber wir haben ja das Money hier. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Und wir könnten dann theoretisch schon direkt nach Kumula. Aber das wollen wir ja nicht. Nein, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Das ist ein nerviger Dungeon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie trotzdem ganz cool, so. Ich weiß ja nicht so ganz, was ich davon halten soll. Na gut. Zuerst mal verwandeln wir uns jetzt, machen das hier und... Ich glaube auch wieder ein Tag und eine Nacht oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Oder macht er das direkt? Ich weiß es nicht. Ist doch egal, wir sprechen ihn erstmal drauf an. Hey! Sag mal, ist das doch deine Kanone? Du bist also ja so verrückt danach. Du bist halt so verrückt danach, dass du dir sogar deine eigene Kanone besorgt hast. Na, dann wollen wir doch mal dein Prunkstück etwas aus der Nähe ansehen. Ja, mach das mal. Geiles Ding, ne? Da, was? Das ist aber ein ziemlich klassisches Modell, oder? Außerdem habe ich gar keine richtige Zündvorrichtung dafür. Im Moment kann man sie also gar nicht benutzen. Ich könnte natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen.
Ich meine, das würde dich natürlich 300 Rubine im Voraus kosten, ne? Interessiert? 300 Rubine, ja, bitte. Oh, wüsste ich doch. Ja, ich weiß genau, was du willst. Dauert auch ja nicht lang. Okay, gut. Dauert auch gar nicht lang. Ja. Und er ist fertig. Nach 3 Tagen und 3 Nächten oder so. Keine Ahnung. Perfekt zum Sonnenaufgang ist das Ding fertig. Und abschussbereit. So wie es aussieht. So, das hätten wir. Ich hab's repariert. Glaube ich zumindest. Na, es war ziemlich verjammelt, aber alles, was drin steckt, ist super. Das Ding bringt dich jetzt vielleicht bis in die Wolken. Pass aber auf. Ist sicher nicht ganz ungefährlich. Also, ich will da mal nicht stören. Viel Spaß wünscht er noch. Naja. Hau du mal ab mit deiner Plauze da. Das Ding ist fertig und einsatzbereit. Wir müssen uns nur noch mal gerade in das Ding da heften mit unserem Reifhaken und los geht die wilde. Ja, Fahrt ist es nicht, der wilde Flug. Ja, damit wären wir dann schon im nächsten Dungeon. Denn die Stadt über den Wolken Kumula ist direkt an sich der Dungeon. Auch ein bisschen, ja, sag mal sonderbar. Weil man erstmal denkt, so die Stadt in den Wolken, das ist bestimmt nochmal ein riesiges Areal und dann haben wir da irgendwo den Dungeon. Aber nein, das ist der Dungeon an sich. Die Stadt. Und, oder beziehungsweise der Dungeon ist die Stadt an sich. Und, ja. So ein bisschen halt wie bei der Bergruine. Ein bisschen special und sowas. Ist ganz cool. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich jetzt machen soll. ich könnte jetzt halt in der Wüste nach der einen Geisterseele suchen, wenn es denn wirklich noch eine gibt. Ich könnte aber auch nochmal ein bisschen an anderen Stellen suchen und das mache ich jetzt einfach mal. Und suche nochmal ein bisschen mit meiner Geisterlampe. Also in Ranil fehlen jetzt noch 2 Geisterseelen. Und ich habe eigentlich partout keine Ahnung, wo die sein könnten. Deswegen suche ich, glaube ich, jetzt tatsächlich nochmal jeden Ort auf und gucke mit meiner Geisterlampe, ob da denn noch was ist. Das mache ich jetzt. So. Deswegen porten wir uns jetzt einfach mal direkt dahin. Oder? Ja, doch. Wir porten uns jetzt hier hin und gucken da erstmal mit unserer Lampe. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, wieder das Minispiel von Sina für 5 Minuten zu machen. Oder für 10. Immer so zwischendurch. Ist zwar ganz entspannend eigentlich, aber ich will dann meistens direkt weitermachen. Eigentlich habe ich ja jetzt schon vor, direkt weiter mit Kumula zu machen. Hier ist nichts, gut. Da gehen wir mal gerade rein. Und gehen nochmal nach Süden. Oh. Lenk, wo bist du? Oh. Was will der denn schon wieder? Ich glaube jetzt von der Tante, oder? Hallo Lenk, ich habe Post für dich. Jago. Oh, von Jago. Okay. Der ist jetzt sicherlich wieder in Thelmas Wirtshaus, schätze ich mal. Lesen wir den auch direkt mal. Das soll jetzt aber tatsächlich einer der letzten Briefe sein. Jago. Hallo Link. In ganz Hyrule habe ich keine einzige Statue gefunden, die auf den Zauberspruch gehört hat. Trotzdem, wenn ich jetzt aufgebe, lacht mich mein Vater noch aus dem Grab heraus aus. Deshalb gehe ich zurück zum Heiligtum in Kakariko. Vielleicht finden sich ja dort ein Hinweis. Okay, gut. Es ist also schon ein bisschen her. tatsächlich. Wir haben ihn ja schon bereits getroffen und sowas. Und ne, im Heiligtum getroffen. Deswegen ist das ein bisschen outdated. Aber nicht schlimm. So, wie gesagt, wir können jetzt noch die Star-Challenge machen, um den großen Köcher zu bekommen. Also, theoretisch könnten wir es aber noch nicht. Also, wir können es noch nicht, weil wir noch kein neues Programm von ihm bekommen. Also, er hat quasi noch kein neues, keine neue Herausforderung für uns bereit. Das auch erst nach dem nächsten Dungeon. Naja, genau. Und hier jetzt noch ein Herzteil und das sollte in der Ebene von Kakariko, beim Kakariko-Tal sein. Ja. Hat der noch was Schönes für uns? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, wir müssen irgendwo was eigentlich unser Geld loswerden. Wir haben so viel Geld. Kann man das nicht irgendwie ins Real Life übertragen oder so? Das wäre ganz geil. Wir haben auch noch Bomben, Wasserbomben und sowas. Dann brauchen wir eigentlich alles nicht. Also die Standarddinge, ne? Wir könnten uns sehr gut... Wir haben sogar 2 Feen. Wir sind eigentlich bestens ausgerüstet, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt echt nicht noch irgendwie... Fuchteln. Was steht da unten? Was ist da unten eigentlich für ein Bild? Würde mich interessieren. Ach, da ist das... Ist das die Quelle oder ist das wieder dieses eine Easter Egg-Bild aus Zelda U, Zelda NX, Kacke. Weiß ich nicht. Mein Grabber hat sich aufgehangen.
Ich überlege gerade, ob ich noch weitermachen soll. Ganz ehrlich, Leute, wenn sich mein Grabrad sowieso schon aufgehangen hat, dann würde ich sagen, beende ich jetzt den Part an dieser Stelle. Dann suchen wir nicht mehr nach irgendwelchen Geisterseelen, weil ich habe keinen Bock jetzt für 3 oder 5 Minuten nochmal den ganzen Shit zu starten. Deswegen lasse ich das. Ich speichere jetzt hier ab und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann gehen wir wahrscheinlich nach Komuda, würde ich sagen. Ja, das ist die Situation. Bis dahin. Tschüss.